Nanette und Volker, unser nächstes Thema aus Rheinland-Pfalz, leben gemeinsam mit 7 Waschbären. Nanette ist Tierärztin, muss man dazu sagen. Deswegen hat sie eine Sondergenehmigung. Und sie gibt zu, ja, die Bären, die sind eine Art Kinderersatz. Sie machen sie eben glücklich. Und das Paar hat auch das Haus richtig umgebaut. Ein wahres Paradies haben sie sich zu Hause geschaffen. Die wildeste Waschbärwohnung der Welt. Da tanzen die Bären auf dem Tisch. 7 Waschbärenbabys hat Nanette Welk das Leben gerettet. Jetzt sind sie groß und leben frei im ganzen Haus. Aber wie ist es, wenn man Tisch und Bett mit Waschbären teilt? Das will unsere Reporterin Joey Grittwinkler heute herausfinden. Die Waschbären sind noch auf dem Dachboden. Ja, da sind sie. Wow, das ist ja ein cooles Spielzimmer hier. Nanettes Waschbären verschlafen den ganzen Tag in ihrem Zimmer. Napoleon, Josephine, Taku, Salsa, Pebbles, Bam Bam und Nuka sind nämlich nachtaktiv. Erst zum Abendessen gehen sie durch einen Tunnel ins Wohnzimmer. Ein Tunnel, kein Scherz. Nanettes Mann Volker hat einen Schacht vom Dachboden nach draußen zu einem Außengehege und weiter bis ins Wohnzimmer gebaut. All das hat etwa 4.000 Euro gekostet. 2 Jahre baut das Paar jetzt schon daran. Das freut den Waschbären. Die Hände sind aber total zart, also ganz weich und die sind auch mega vorsichtig. Traust du dich oder traust du dich nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich traue. Und so sieht ein Wohnzimmer aus, wenn man mit Wildtieren zusammenlebt. Pflanzen und Deko, Fehlanzeige. Das würde alles zerstört werden. Dafür gibt es einen sogenannten Bear Walk, den Catwalk für Waschbären. Und auch für die Fitness wird was getan. Sobald sie aber das Klappern der Teller hören, kommen sie in die Küche. Also wir haben normalerweise, nehmen wir Obst, Nüsse. Für die Süßigkeiten sind ja die Marshmallows bei uns der Renner. Das, darauf ist das steht denn total. Der Nachtisch? Als Vorspeise gibt es rohe Eier. Oh, Entschuldigung. Das macht der Gendis nicht mit, der will der so. Der schmeißt das mit Absicht runter von deiner Hand, das ist okay. Insgesamt gibt das Paar etwa 250 Euro im Monat für Futter und Katzenstreu aus. Ja, richtig gehört. Napoleon und seine Kollegen gehen aufs Katzenklo. In der Natur fressen Waschbären übrigens vor allem Insekten, Obst und Krebse. Rückblick. Alle Waschbären kamen als Waisenkinder zu Nanette. Ihre Mütter wurden von Jägern getötet. Da waren sie erst 2 Wochen alt. Über Monate musste die Tierärztin die Kleinen mit Milch und Brei aufziehen. Seitdem gehören sie zur Familie. Der gesamte Freundeskreis liebt die seltsamen Haustiere. Vor dem Fernseher lässt die wilde WG ihren Abend ausklingen. Und so endet dann euer Abend. Ihr sitzt hier gemeinsam auf dem Sofa und dann geht ihr zusammen ins Bett. Und morgen geht das Chaos dann wieder los.